Wir haben hier eine Vision AI Demo, wo es darum geht, wir befinden uns eben in einer, beispielhaft in einer Holzfabrik. Es geht darum zu klassifizieren, ob das Holz eben Risse hat, ob da Harz drin ist in dem Holz. Und was wir eben als Ziel haben, ist, dass nicht immer alles auf eine GPU draufgehauen wird, sondern wir arbeiten da mit Intel zusammen. Intel Xeon hat eben verschiedene Optimierungen. Wir haben eben die entsprechende Lösung zusammen mit Intel, dass das Ganze auf den Intel-Chips laufen kann und das deutlich optimiert ist. Wir haben da dann deutlich höheren Throughput, das heißt, wir haben die Möglichkeit, deutlich mehr Bilder pro Sekunde zu klassifizieren und dabei eben einen Bruchteil des Stroms zu verbrauchen. Ja, das sind wirklich Größenordnungen geringer und dementsprechend eben für das Inferencing bei AI deutlich effizienter zu sein. Wir verwenden da eben eine Kompressionstechnik von Intel, die eben dafür gedacht ist, auf den CPUs das Ganze noch effizienter laufen zu lassen, um eben das Inferencing dann so effizient wie möglich zu gestalten.